Kapitel 64 Der stärkste Willen. Wenn es schon so enden muss, im Namen der Freiheit dieser Welt, dann bieten wir Ihnen ein Finale, das man sich nicht besser wünschen kann. Ein silhouettenartiger Umriss erschien am Himmel über der Arena, wie ein Wächter über den folgenden Kampf. Ihr trefft eine weise Entscheidung. Nun denn, lasst das Finale stattfinden, lasst die Spiele beginnen und die Wahrheit wird offenbart. Hagel stürzte vom wolkenlosen Himmel, regenbogenfarbenes Licht umgab Aurora. Oft hatten sie und Kell einander duelliert im Training für die Liga. Doch immer waren es Ringkämpfe gewesen und nie stand so viel auf dem Spiel wie hier. Und gleichzeitig, obwohl der Verlierer an diesem Ort sterben musste, würden beide Parteien eine Niederlage vollends akzeptieren. Sie wollten sich selber nichts beweisen. Sie wollten niemandem etwas beweisen. Alles, was die beiden wollten, war eine Show zu liefern, um ihrer Welt die Freiheit zu schenken. Und diese Show begann schnell. Mit dem Aurora-Schleier bereits schützend um dem Vulnona schwebend, begab sie sich auf eine ihrer Eissäulen und begann einen defensiven Kampf. Was dieses Duell ausmachte, wie kein anderes, war, dass die beiden Kontrahenten den Kampfstil des jeweils anderen auswendig kannten, beinahe so gut wie der Kämpfer selbst. So wusste Aurora natürlich, dass die Distanz ihre Waffe wäre in einem Kampf wie diesem, und Kell wusste, dass er um den Fernkampf herumspielen müsste. Unzählige Spitzen umgaben schnell das Schlachtfeld, zur Hälfte aus Fels, zur Hälfte aus Eis. Während Aurora sich elegant über die Spitzen bewegte, schlängelte Kell sich blitzschnell durch die Lücken, um so Deckung zu bekommen und schwerer zu verfolgen zu sein. Jedoch störte Aurora sich sehr an den Steinsäulen. Zwar erlernte ihre Spezies keinen Angriff, der derartige Hindernisse gut beseitigen könnte. Doch zumindest in dieser Form konnte ihr sonst gegen Kell wirkungsloser Stahlstrahl helfen. Allerdings gab dieser sie auch für Angriffe frei, wenn nur für Bruchteile von Sekunden. Im Kampf der Giganten musste man jeden Moment zu nutzen wissen. Und schnell musste Aurora feststellen, dass sie es nicht geschafft hatte. Sie hatte Kell im Getümmel des Feldes aus den Augen verloren und entschied sich so unsanft auf einer Steinsäule zu landen, auf welcher sie schwerer ihr Gleichgewicht halten konnte als auf Eis, und mit einem Schlag all ihre eigens kreierten Plattformen zu zerbersten. Erst als das Kampffeld so wieder deutlich freier wurde, bemerkte das Verona wahrlich ihre Lage, denn immer noch konnte sie Kell nicht erspähen. Trotz eines Blickes durch nahezu die gesamte Arena. Es gab nur eine Möglichkeit, was dies heißen könnte. Sofort drehte sie sich um und blockte ohne zu zögern, wissend, dass ein Hieb Kells hinter ihrem Rücken wartete. Und zwar hatte sie recht und schaffte es auch, den Schaden zu mindern, doch Eisenschädel verursachte immer noch große Schäden und stieß die Plottkriegerin von ihrem steinernen Thron. Wenn auch unsicher, fing diese sich ab und entschied sich, ein weiteres Risiko einzugehen. Es gab genau einen Angriff, welchen sie beherrschte, der Kell stark traf, und das war Schaufler. Jedoch war der Angriff nicht umsonst sehr, sehr unbeliebt in der Liga, da Erdbeben die wohl häufigst vertretene Attacke war. Und auch Kell beherrschte dieses, weshalb der Versuch, dem Vulnona selbst das Genick brechen könnte. Allerdings wusste sie selber nicht einmal mehr, hatte sie diesen Angriff jemals in Kells Umgebung genutzt? Wenn er nicht damit rechnete, könnte sie vielleicht ihren Hieb landen, bevor er reagieren könnte. Blitzschnell verschwand Aurora also im Boden, und auch wenn sie es nicht sah, wurde ihr großes Glück zuteil. Denn tatsächlich war Kell völlig durch den Wind, nicht wissend, was genau seine Partnerin gerade trat. Und als er realisierte und gerade Erdbeben nutzen wollte, kam das Fuchs-Pokémon bereits aus der Erde emporgeschossen. Kell wurde gegen die Wand der Arena geschleudert, richtete sich aber sofort wieder auf. So etwas wie ein Aus gab es hier nicht. Der Kampf lief bis zum bitteren Ende. Und kein Pokémon wollte nachgeben.
Schneller als Aurora wieder bereit war zu reagieren, stürzte sich Kell bereits mit einem Abstoß von der Wand wieder auf das Volnona, brennende Krallen über den Boden ziehend, die eine Spur der Asche im Sternenstaub hinterließen. Wieder einmal war Aurora gezwungen, den Angriff physisch zu blocken, auch wenn dieses Mal der Aurora-Schleier mehr Wirkung zeigte. Jedoch war nun genau eingetreten, was sie von Anfang an hatte verhindern wollen. Eine Nahkampfsituation. Aurora dachte zurück an die Schlacht gegen Epsilon, denn diese Kampfphase, in welcher Kell um Welten überlegen war, war er es wirklich? Sie hatte es im Kampf gegen Epsilon bereits mit Kell hier aufnehmen müssen, da Epsilon die Kontrolle ergriffen hatte. Und genau dort war es gewesen, wo sie lernte, dass Kells größte Schwäche war, in seinem eigenen Element herausgefordert zu werden. Ein schlanker, agiler Fuchs gegen einen zwar ebenfalls recht schnellen, doch auch massiven Löwen. Ein defensiver Nahkampf war, was sie brauchte. Schnell kreierte Aurora einen frostigen Kreis auf dem Boden, um Kells Beweglichkeit weiter einzuschränken. Fortbewegung fand nun auf seine Gefahr statt, weshalb er sich möglichst einschränken wollen würde. Aurora hingegen konnte sich noch agiler bewegen, und wenn es nur auf wenigen Quadratmetern war. Das Arcani versuchte schnell und kräftig seine Hiebe zu landen, doch Aurora entging, wenn oft nur knapp. Und schnell bemerkte sie Kells Frustration, denn er sah, dass er in seinem eigenen Element scheiterte. Und diese Frustration führte schlechte Entscheidungen mit sich und vor allem einen aggressiven Kampfstil. So nahm Kell sich trotz der Lage Zeit, einen Feuerball aufzuladen. Auf diesen Moment hatte Aurora gewartet. Sie wartete, bis zu dem Moment, in welchem Kell seinen Angriff entlud. Genau dann nahm sie Schwung und warf sich auf den Boden, sodass sie unter dem Arcani hindurchrutschte. Dabei konnte sie der ungeschützten Unterseite mehrere Krallenhiebe verpassen und als sie wieder aufstand, wankte Kell. Wenige Sekunden tat er nichts, dann fiel er zu Boden. Der Kampf war zu Ende. Leise erhob sich Auroras Stimme. Kell, bitte vergib mir. Warte. Von meinem Eingriff überrascht stoppte Aurora, was sie tat. Ein Licht umgab Kell und er wurde wieder auf die Füße gehoben, so wenig er es zu wollen schien. Kell, du kommst der Vereinbarung nicht nach. Glaubst du wirklich, dass ich deine Intrigen nicht erkenne? Du sollst kämpfen, so mächtig du kannst. Bis zum letzten Atemzug. Ein zorniger Blick glitt vom Arcani in den Himmel, wo meine Silhouette immer noch schwebte. Warum sollte ich auf dich hören? Die andere Kämpferin wirkte nicht wirklich verstehend. Was aber, Kell, ich dachte... Der Lügner ist nicht einmal nah an seinen Limits. Es ist deine Bestimmung, diesen Kampf zu gewinnen. Du bist das stärkste Pokémon, Kell, und du solltest dies beweisen. Stattdessen wählst du jedoch Sturheit über Verstand. Gut. Machen wir es so. Auch Aurora wurde von Licht umfasst, das bekannte Orangene des Plots. Und vor Kell erschien ein Gegenstand. Ein Schwert mit goldenem Griff, umgeben von Blitzen. Die Schwertfeder. Und wenige Meter hinter dem Schwert erschien ein weiterer Schatten. Die Umrisse eines menschlichen Körpers. Meines Körpers. Ein neues Mittel der Vermittlung meiner Präsenz. Du bist stark. Stärker als Aurora. Und wenn du einen wahren Kampf kämpfen würdest, dann wärst du der Sieger. Also los. Erfülle deinen Teil der Abmachung. Nimm die Klinge und setze den Hieb, nach welchem Epsilon sich sehnte. Dann soll die Welt frei werden. Ein Hieb für eine Welt. Kell selber verstummte, den Blick allein auf die Waffe vor ihm gerichtet. Aurora hingegen, aus ihrem Zustand der Unbeweglichkeit, sprach ihre Gedanken aus. Ihre Stimme sanft wie selten. Kell, es ist in Ordnung. Ich habe mein ganzes Leben für die Freiheit dieser Welt gekämpft. Und wenn mein Tod das Letzte ist, was dafür geschehen muss, dann bin ich stolz, so ein Ende zu finden. Ein Blick voller Emotionen tauschte sich zwischen beiden aus. Mehr als jedes Wort vermittelte sich in ihm. Und anschließend nahm das Arcani langsam, aber unsicher das Schwert auf. Und wieder warf er einen Blick zu Aurora. Bevor er die Silhouette meines Selbst ansprang und das Schwert gegen mich erhob. Sein Hieb glitt einfach durch den körperlosen Schatten, doch er setzte ein Zeichen.
So. Das ist es, was du möchtest. Wieder entsprang tausende Schatten aus dem Boden, alle versammelt hinter meinem eigenen. Richtest du dich wahrlich gegen mich? Kell, überlege dir gut, was du wahrlich erreichen möchtest. Ich gebe dir noch eine Chance. Tue, was du tun musst. Jetzt. Ich spürte endlose Angst im Pokémon mir gegenüber. Der Anblick meiner Macht war beeindruckend. Und doch entschied er sich nicht nachzugeben. Nein, niemals. Du wagst es immer noch zu rebellieren. Weißt du denn nicht, was du mir alles verdankst? Als die Antwort auf diese Frage folgte, stabilisierte sich die Stimme des Akani. Doch. Schmerz, Leid, Zweifel, Hass. Der einzige Grund, aus dem ich irgendwie noch ein Pokémon bin, ist Aurora. Niemals werde ich dir auch nur einen Ansatz dessen verdanken, was ich ihr alles schuldig bin, denn weißt du was? Sie ist ein besseres Wesen als du. Selbst ich bin das. Epsilon war es. Du bist selber nichts als ein einzelnes Lebewesen und doch stehst du hier und handelst wie ein Gott. Du bist nicht bedeutender, nicht größer als wir, auch wenn du es sein willst. Lieber sterbe ich im Kampf, als auf Knien zu leben. Die Arena verdunkelte sich. Die Schatten schienen zu wachsen. Aurora versuchte zu reden, doch dieses Mal hielt ihr Gefängnis sie ab. Dies war nicht mehr ihr Gespräch. So willst du dieses Spiel spielen? Kell, ich gebe dir 10 Sekunden. Du kennst deine Aufgabe. Niemals. Eine Art Schwert erschien in der Hand meines Schattens, ähnlich wie die Schwertfeder, doch pechschwarz. Muss ich noch mehr Druck ausüben? Tu, was du sollst, oder ich werde diese gesamte Welt dem Erdboden gleich machen. Dies schien derart irrational, dass Kell wahrlich nicht mehr verstand. Weshalb? Deine Taten ergeben keinen Sinn. Scheinbar lehrte dich diese Welt Rebellion gegen meine Macht und nicht, was ich mir erhoffte. Und weshalb muss diese Welt dir gehorchen? Dein Plan war es doch, sie zu befreien, unabhängig von deiner Kontrolle. Also sag mir, weshalb ist dieser Gehorsam dir so wichtig? Auf diese Frage fehlte mir die Antwort. Ich hatte doch etwas übertrieben und war an einen Punkt gekommen, an dem ich selber das Schauspiel nicht fortsetzen konnte. Es war wohl doch etwas zu viel des Guten. Gut, Schluss mit dem Schwachsinn. Die Arena verschwamm wieder um uns herum, Auroras Gefängnis mit ihr. All die Schatten und mein Schwert entflohen ebenfalls der Realität. Völlig verständnislos blickte das Akani mich an, wessen Waffe sich ebenfalls auflöste. Ich hab genug gesehen. Die Prüfung ist vorbei. Die Prüfung, aber war sie das nicht schon? Sag mir, Aurora, was wäre der Sinn der Dinge, welche ich sagte? Wenn ich diese Welt befreie, alleine dadurch, dass Kell bis hierhin lebte, was würde es nützen? Ich kreierte ihn als ein Wesen, welches andere als Werkzeuge seines eigenen Fortschrittes nutzte. Was gerade geschehen war, es war doch irgendwo auch wie damals auf dem Eisberg. Kell, du wurdest getestet. Und du hast mich begeistert. Du bist nicht, wen ich erschaffen habe. Aus der gebrochenen Seele wurde der stärkste Wille. Immer noch schien die Bedeutung der zigsten Wendung noch nicht ganz den Verstand der Pokémon zu erreichen. Also, sollte ich so reagieren? Du wolltest, dass ich mich widersetze. Was soll das jetzt? Eine Prüfung in der Prüfung? Eine Prüfung für die Prüfung? Das wahre Ende der Prüfung. Nach all den Reisen. Und auch, damit ihr meine Intention nicht fehlinterpretiert, zu keinem Zeitpunkt dieses Kampfes befand sich Aurora in Lebensgefahr. Hättest du dich überzeugen lassen, Kell? So hätte ich eingegriffen. Doch nun. Kurz musste ich pausieren. Schmerz ist etwas Unumgängliches. Der Preis für Frieden ist riesig. Und manchmal sind selbst Wesen, die einer Welt ein Gott sind, machtlos. Nicht alles war geschehen, wie ich es gehofft hatte. Ich kannte den Bund, welchen Kell und Aurora entwickelt hatten. Ich hoffte, dass sie Freunde werden würden, doch nie hatte ich erwartet, dass sie einander so nahe stehen könnten. Es tut mir leid. Doch die Zeit des Abschieds ist gekommen, Kell.
Du kannst nicht bleiben.